zwei weiteren Folge hier. Die Karte hier von Thüringen. Version 3.1.01. Nochmal herzlich willkommen, falls die Aufnahme zu spät gestartet ist. Ja, wir beginnen jetzt mit Zettern und zwar mit 4x, also 2x2. Das heißt, die beiden Roten fahren jetzt voraus und zettern den ganzen Spaß. Die beiden Blauen, der Holland T8, die werden jetzt entsprechend den zweiten Prozess durchführen, damit es der Pferdegras heu wird. Feucht. Ganz wichtig, Pferdegras heu feucht. Und dann, sobald das hier läuft, werde ich schauen, den ersten Traktor hinfahren mit Schwatten. Aber es beginnt uns etwas ungünstig von der Ecke her. Aber weil jetzt kreuzt sich ja dabei, ne? Das ist ja ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen. Ne? Also da zu treffen, keinen zu treffen, ist schwierig. Man sieht es schon, da ist ein Farbänderung da. Wir beginnen ja in der Feldreihe. Das heißt, mit dem Schwatten würde ich eigentlich so lange warten, bis die den Rest gemacht haben. Aber ich werde die schon mal und fahren die 19 km/h. Mal ganz kurz eine Einstellung machen, gucken. Eine weitere Einstellung. Anheben früh, spät absenken. Kommen wir durcheinander. Anheben, spät und toll absenken früh. Kann verkehrt liegen. In dem Fall so egal, die fährt eh immer noch zurück und fängt an. So, dann werden wir die beiden Schwader herfahren, ne? Das läuft ja nur einigermaßen. Durch das Verband aktivieren sieht man, dass die Beine entsprechend, sobald der erste nicht weiterkommt, weil er zurückfährt, wartet der zweite. Wird der von Mal zu Mal besser, sobald. Denn ich wollte jetzt nicht beim Schwatten anfangen und dann hatten wir das Problem, dass wahrscheinlich beim Schwatten das Feuchte noch mit dabei ist und beim Pressen ist das Problem, wenn das Anfang Gras, Pferdegras feucht ist, dann ist es nur Gras. Ne? So, gehen wir kurz zum Feld ran und nehmen wir die drei Fahrzeuge vom Schwatten. Den ersten wollte ich nehmen. Den fahren wir hin. Denn jetzt rüberfahren lassen, ist ein bisschen riskant. Da sind jetzt vier Fahrzeuge, die den Weg kreuzen könnten. Ne? Und das wäre ja. Ja, ungünstig, ne? Wenn die sich unnötig bei der Arbeit stören, ne? Das gerade schön läuft. Ja, jetzt haben wir 21.29 Uhr in Game und in gut 12 Stunden, 11,5 Stunden soll er Regen mitnehmen. Moin. Bis dahin möchte ich all die ganzen Ballen gepresst haben. Das ist wichtig. Das sieht man ja einen großen Aufwand mit, ja, mit vier Fahrzeugen und drei Fahrzeugen das Ganze entsprechend auf Linie zu kriegen. Da muss ich wiederum vier Fahrzeuge nehmen, drei Fahrzeuge für das Ballenpressen. Vielleicht mal sehen, wenn es schnell gehen soll, dass ich da noch drei Pressen zukaufe und dann auch drei Traktoren. Ne? Ich glaube, da kann man die anderen beiden auch nehmen, hier diese K2 Anonymous. Anonymous, schwieriges Wort, finde ich jedenfalls. Ja, die gestrige Folge war ein bisschen zu lang. Hoffe, ihr habt lange genug geschaut. Ein blöden Algorithmus und dazu. Naja. Aber das läuft schon mal, ne? Den stellen wir hier so hin. Denn hier soll er ja anfangen. Und da kann man auch stehen lassen.
So, gehen wir zum nächsten Traktor. Und dann müssten, naja, die Setter kommen ja, oder die Wender kommen ja hier wieder zurück. Könnt ihr eigentlich nehmen für den Ballenfressen, ne? Aber wiederum, wenn die jetzt da noch ab, naja, ich wollte eigentlich mal die Runde noch fressen, also settern lassen. Mal gucken, wie lange die brauchen. Das sind ja immerhin zwei Stück, die im Prinzip parallel arbeiten, ne? Dass da noch zwei nacharbeiten müssen, ist ja eigentlich ein bisschen blöd, ne? Wäre alles schöner, man hätte das anders gehabt. Aber wenn wir mit Ziel sind und warten müssen, das fällt das heute. Da weiß ich, ob das funktioniert. Weil es ja auch wieder Regen kommt, dann würde das Gras eher verschwinden, bevor wir hier was ernten können. Ne? Das ist das Problem. Und wir haben hier alle häufig Regen. Und die Bahn wird immer länger, dadurch können sie mal besser arbeiten. Ne? Stockt es weniger. Auf jeden Fall. Die äußere Bahn muss ja noch nachgearbeitet werden. Ist jetzt, ja, ist halt so, ne? Aber ich muss noch Traktoren kümmern für die Bahn pressen, nützt ja auch nichts. Dass die auch hier stehen, ne? Die Dinger zittern. Hab ja noch zwei am Hof. Einmal Händler und einen am Hof. Ich habe 3 Tage Zeit zum Düngen des Klees und der Luzerne. Ja, Freitag, nee, Donnerstag bei mir. Ich sag mal endlich. Aber man freut sich immer aufs Wochenende, ne? Ey, daran denke ich, wenn ich vor Jahren noch in Dreierschicht gearbeitet habe, da war ja Tag früh, spät und Nacht. Und davor war eine Zeit lang in Viererschicht, da hatte ich kein Wochenende. Da hieß es 2 Tage früh, 2 Tage spät und 2-mal Nacht. Und nach, ich glaube, 5 Uhr habe ich so gearbeitet, fast ein halbes Jahr. Ich war fix und fertig. Urlaubsreif. Und die 2 freien Tage, die man hat, oder hatte, waren ja auch nur 48 Stunden, da ging das mit früh wieder weiter. Ich habe zwar mal versucht, in der Frühschicht freizunehmen, ZA, hat aber immer geklappt. Rechtzeitig angemeldet, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Alte Regel. Und das klappte ganz gut, da habe ich mit den Frühschichten immer ein bisschen, naja, ein langes Wochenende gemacht, ne? Und mit der Spät wieder angefangen. Die ganze Zeit wackelt, das gibt's gar nicht. So, gehen wir gleich hier rein. Nächsten Fahrzeuge holen. Und dann holen die Ballen. Die können die Ballenfressen nehmen, ne? So, da haben wir sie da. Hohe Vorsicht Kante. Oh, ich mal versuchen, mal mit Pöttinger nur zu arbeiten. Ja, wird schwierig. Weil die eine Schwader, den großen, den haben sie nicht im Programm hier. Aber den Kurs kann ich löschen. Sonst kommen wir durcheinander. So. Fangen wir vorne an, ne? Das ist egal. Ich sag, die Grundtechnik ist ja im LS das gleiche, ne? Also die kommt vorne Gras rein oder Stroh und kommt Ballen raus. So. Das mag ja an sich im Realleben ein bisschen anders sein, ne? Zwecks Pflege und all so ein Zeug, ne?
Ich kenne mich ja auch nicht so genau aus mit Technik. Ich weiß nur, dass ich hier in dem Gerät nicht, aber einige Teile mit in der Hand habe, ne, zum Bearbeiten. Ne. Hier sind die Bügel, die habe ich bei mir auch. Lacke entfernen für die Schweißarbeit und Lackierer, ne? Ist so fertig als feucht. Das ist immer egal. Das ist ja halt das Problem, ne? Pferdegras feucht. Es muss Pferdegras Heu feucht heißen. Oder Pferdeheu oder keine Ahnung. Heu muss das dabei sein. Dann geht's. Pferdegras feucht und Grasballen. Ja, der macht ganz schön wenig Geschwindigkeit hier. Also die sacken ein. Macht fürs Ballenpressen reichen. So, dann haben wir noch zwei Traktoren. Einen haben wir noch im Hof. Hof 1. Und am dritten am See. Vorbereiten. Das ist richtig Heidenarbeit. Aber wenn es ja läuft, dann läuft das, ne? So. Ich werde auch hier mit 8000 oder 10.000 Liter Ballen machen, weil das ist einfach klüger, glaube ich. Den könnte man auch noch nehmen. Wo ist jetzt? Das wird so nichts. Oh, mein Magen meldet sich oder mein Darm. Nicht so schön. Den können wir auch nehmen. Das ist jetzt hier. Wo ist er? Später. Den können wir abmachen, ne? Wenn keine Fahrzeuge herschicken zurzeit. So. Einige Traktoren sind relativ laut, ne? Andere wieder wie der ist angenehm leise, ne? Ich bin ja eher mit zunehmendem Alter, kann man sagen, dazu geneigt, immer was Leises zu wählen, ne? Also wenn ich ein Auto wieder aussuchen müsste, der viel Rabatz macht, würde ich sagen, nö, eher nicht. Ich ziehe das Ruhige vor, ne? Diese Art Traktor, den wollte ich auch noch nehmen. Braucht ihr den dritten. Da lernt man sich, habe ich bei der Arbeit, muss ich mir privat auch nicht antun. Also Auto, das darf ruhig leise sein. War Musiktitel mal ein bisschen lauter, ja, warum nicht? Wie gesagt, im Großen und Ganzen kein Lärm mehr. Ne? Auch in der Wohnung habe ich eher gern leise als zu laut. Ab und zu noch kommt mir vor, wenn meine Nachbarn oben Fußball spielen, wenn die Kinder allein zu Hause sind. Also ab und zu mal nicht. Also nicht regelmäßig, ne? Muss dazu sagen. Ne? Einmal ist das Schreien gedacht, bringe ich um. Wie halt so. Ja, teenischer Sinn, ne? Im jungen Alter. Rabatz, viel Temperament oder so, ne? Und dann, kann ich mich erinnern, meiner Kindheit, also. Gab öfter mal Zoff. Hat den ja auch ein bisschen gelegt, aber anfangs war extrem. Klee feucht, ne? Ja, gut, aber Klee haben wir hier nicht. Kommt der erste Kleeball im Feuchthaus? Passt auch. Wäre aber einfacher gewesen, ne? Klee feucht, hier nur Klee ansehen. Und das gleiche verdient. Ob es die gleiche Menge geworden wäre, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ah, da meldet Regen an, das ist schlecht. Oh, hoffentlich zu früh. Ja, da werde ich schauen müssen. War schon bei Klee und Luzerne wird knapp gewesen. Eins haben wir gespielt. Wann kommt der Regen? Wann ist?
Sauere. Jetzt haben wir 21 Uhr. Das dauert normalerweise ein bisschen noch. Normalerweise dauert noch eine Weile. Aber Wetter ruhig sich auch mal zu, ab und zu mal nicht. Je meldet für Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch Schnee an. Dann heute. Die brauchen lange Zette. Die brauchen sehr lange. Und dann regnet weg. Ja. Tank voll, ja. Nicht ausschalten, ne? Dann speichern. Läuft der Bauzentrum. Ist das Absicht, dass du doppelt geschrieben wurde? Ja, weiß ich nicht. Dann irgendwo ist die Tankstelle und dann müssen wir uns hinlaufen. Sonst suchen wir uns definitiv doof und dämlich. Müsst ihr noch den Geomod draufnehmen von der Marsch, ne? Da hatten wir die Probleme nicht mit Regen. Eher zu trocken. Was kann sich das ja noch ändern? Weiß man nicht. Mensch, Leute, wieder schönen Samstag. Haben wir nicht vergessen, oder? Oh. Wunderschönen Samstag, vor allem. Zu der zweiten Folge heute. Habt ihr sie schon mitbekommen, dass ich drei Projekte habe? Feste Projekte, drei feste. Einmal die Marsch. Den habe ich komplett von angefangen, weil die Karte kam sie erst raus. Deswegen habe ich da auch über 1000 Folgen. Jetzt habe ich hier Thüringen auch schon bei 800. Da hatte ich mal ganz kurz unterbrochen gehabt. Wegen einem neuen Projekt, auch Thüringen. Mit einem Arbeitskollegen zusammen. Die damalige Hardware hat nicht mitgemacht. Glaube ich schon. Denn im Sommer. Gut, jetzt geht es einigermaßen. Also Thüringen ist schon ganz schön Belastung. Jetzt ist ja nur feucht. So. Haben wir Licht, ne? Mal sehen. Junge, und jetzt die Wände und Zetter, die brauchen das lange, du. Die Gas geht bergauf. Du wirst den Schwung brauchen. Können wir gleich mal die Programme, die Kurse kopieren. Schlecht. Die brauchen zu lange. Ich wollte ja nicht beim Wenden immer noch wissen, das feuchte Gras nicht aufnehmen. Das wollte ich vermeiden. Junge, die Zeit rennt mir da weg. Weil immer ein bisschen auf feucht liegen lässt. Ne? Klar, macht erst die Feld rein und dann nachher erst die äußeren rein. Was mache ich da? Kaufe mir einen Zetter und fahre eine Runde. Und arbeite manuell nach. Wir können ja gerne die Runde mal fahren. So. Müsste ich gucken. Der war weit weg. Müsste ja ein Fahrzeug nehmen, was ich dicht bei habe, ne?
Muss ich nur gucken, ob der breit reifen kann, weil mit Pflegebereifung brauche ich doch nicht anfangen. Oder Zwillingsbereifung oder sowas dergleichen. Dann könnte ich selber schon mal zetteln, zweimal. Und dann können wir anfangen mit dem. Das kann er. Gut, er kann nur die 100 CPS. Wird reichen, ne? Müssen. Gut, dann holen wir uns noch einen Zettel. Mit dem Steier müssen wir arbeiten hier. Kann er sogar ein Programm arbeiten lassen, ne? Theoretisch. Ist auch in dem Fall nicht notwendig. Hauptsache, wir haben die allermeisten in meiner Zettel. Yes. So, Programm. B. Ich war da. Ja, gut, aber die wollten das nicht rausgehen, die neuesten Daten. Es ist nicht, keine Ahnung. Na gut, Alpine Pack wäre es auch nicht 14 Meter zielführend gewesen, ne? Mal dazu sagen. Als Entschuldigung. Machen wir Licht. So, die Schauer, das ist trotzdem eine recht lange Folge, war. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao. Ja, ich wünsche euch noch schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen mit. Ja, warten wir her, ne? Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.